Fragen über Fragen. Inwiefern wird das noch irgendwelche Auswirkungen haben? Jo, aber erstmal gucken wir uns die Hirnnachrichten an. Gute Arbeit im Training. Nette Trainingseinheit. Mann, so ein freundschaftliches Team fühlt sich an wie zu Hause. Das beste Team überhaupt. Lass uns das nochmal machen. Nochmal? Ich will nicht ein zweites Mal wegen dir hängen bleiben. Versuche ein wenig mehr nachzudenken, bevor du den Mund aufmachst. Gute Arbeit. Ich weiß nicht, wie gut ich als Teamanführer agiert habe, aber unsere älteren Kagero... Unsere älteren Kagero-Unschieden haben mich mit ihrem Kampfwissen sicherlich erleuchtet. Kagero, denkst du immer solche Scheinkämpfer wie den hier raus? Was? Denkst du dir immer solche Scheinkämpfer wie den hier aus? Hängt wohl von der Zeit, Situation und meinem Gefühl ab. Wir können es aber bald wiederholen. Ich würde gerne etwas mehr Anschiedensgefühlen arbeiten. Nein, danke. Im Training werde ich die Teams und die Teamanführer auswählen. Du bist also nicht abgeneigt, es tatsächlich zu tun. Du bist eher gewillt, als du es dir anmerken lässt, Schieden. Man sieht dich. Okay, und hier, ne, die Nachricht von Fadern. Glückwunsch zum Beitrag. Das ist das, was er quasi auch wirklich vorgelesen hat. Okay, so. Ja, jede Menge diverse Gegner, die wir alle schon bezwungen haben. Einige von denen sehen tatsächlich sehr ähnlich aus, sind aber anders. Interessant. Ja. Wir. Oder ich will. Oh, was ist hier denn noch? Warum ist hier so ein Ausrufezeichen dran? Ich habe keine Ahnung. Gut. Das ist nicht verbunden. Ja, Hirnkarte haben wir 4 Punkte. Wir bräuchten ja sowas. Wenn ein Gegner mit Hinzelschmetter besiegt, erhält mehr Geld. Nee, ist mir egal. Aber das hier, das wäre mir wichtig. Mehr EP wäre natürlich auch nett. Aber wir nehmen erstmal das. Geldbonus, yay! Mehr Geld ist mehr Geld. So, damit sind meine Hirnpunkte auch schon wieder leer. Und dann... Oh, da hat jemand eine Mission. Guten Tag. Sumeragi. Du machst das bestimmt gut auf deinem Posten. Weil du so mit Missionen beschäftigt bist, werde ich dafür sorgen, dass du dein Training nicht vernachlässigst. Überraschungstest. Die Ars ist vor allem zur Abwehr von anderen da. Lösche die festgelegten anderen aus, indem du sie auf die vorgegebene Weise besiegst. Okay. Natürlich bist du jetzt Mitglied eines echten Platoons und solltest mit einer Mission wie dieser leicht fertig werden. Überraschungstest, okay. Auf bestimmte Arten beseitigen, okay. So, zeig mir mal, wie ich die denn besiegen soll. Mission. In der Luft besiege 2 Vase-Pores, okay. Vase-Pores. Wo ist das denn? Wo kriege ich die denn? Warte, kann ich doch auch nachlesen, wo ich die finde, ne? War doch hier in der Stadt, wo wir auch waren. Bibliothek. Anzufinden Einkaufsviertel, Mittelebene und Baustelle, Oberebene. Okay. Das heißt, wir gehen zum Einkaufsviertel. Weltkarte. Hier, Kikuchiba. Einkaufsviertel. Jo. Und dann mal gucken. In der Luft. Ja, mal gucken. Das heißt, ich muss immer so einen Aufwärtshieb machen und dann in der Luft halt dann irgendwie attackieren. Anders wird das wohl nicht möglich sein. Das sind die falschen Gegner, aber die machen wir auch ganz kurz platt. Kein Schaden. Wieso denn kein Schaden? Hä?
Wieso mache ich keinen Schaden? Ich kann sie nicht angreifen. Okay. Nee. Nehme ich mal den Datenpunkt hier mit. Auch kein Schaden. Hä? Hä? Ach, nee. Warum kann ich da an denen jetzt keinen Schaden machen? In der Luft mache ich das auch. Und das Ding zählt jetzt zum Überraschungstest. Ist sogar blau markiert, das Vieh. Hm. Kein Schaden. Hä? Die muss ja weg. Hier mal gucken. In der Luft besiege zweimal, weil ich brauche. Jo. Mario Jean Bezirk. Ne, das ist der Empfangsposition. Okay. Aber warum kriegen die jetzt keinen Schaden? Hilfe, kein Schaden. Hm. Verstehe ich nicht. Was mache ich denn da falsch? Ich habe doch sonst hier immer alle Gegner einfach so platt gemacht. Dann muss ich das tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt dann machen. So, lass mal irgendwie von hier verschwinden. Geht nicht? Okay. Jetzt. So. Gehen wir dann halt zum Sumeragi-Grabanlager. Ich denke mal, die Quest wird halt auch noch weiterhin bestehen bleiben. Das hat mich jetzt echt überrascht. Ich dachte, ich gehe da hin, mach die eben platt, ein bisschen so in der Luft und so. Pustkuchen. So einfach wird es ja dann doch nicht. Na gut. あの時、俺なんでここに来たんだろう。全く覚えてない。やっぱり兄さんに相談するか。ゆいと、出撃命令だ。怪異の大発生を確認。場所は配置下軌道。 急いで現地に向かってくれ。わ、分かった。凪は。すでに配置下軌道へ向かった。そうか。ありがとう。すぐ追いかけるよ。仕方ないな。兄さんにはまた後で連絡しよう。Okay, verlassener Tunnel so Bahnlinie 9 wurde Weltkarte hinzugefügt. Okay. Da. Bahnhof Hirasaka. Ja, da wollen wir hin. Oder müssen hin wollen. Glaube ich, Schasse. Und da mal gucken. Das sieht ja einladend aus. Verlassener Tunnel Suwo Bahnlinie 9. Still und unheimlich. Yes.
みんな、みんな。断絶の帯が下に低空まで下がっていて、空調から地下にも入り込んでいるようだ。今更説明するまでもないだろうが、新人もいることだし、ここで断絶の帯に関して確認しておこう。断絶の帯とは何だ？ナギ。 断絶の春によって発生したと思われる異常現象です。その通り、地球の成層圏付近に滞留し、地球全体を覆い尽くしている。怪異は断絶の帯で誕生し、地表に降りてくることが観測されているから、断絶の帯が濃い場所には近寄るな。どこから怪異が現れてもおかしくない。 また断絶の帯には通信機能を遮断してしまう性質がある。もし、そうなったら、渡るのテレパシーだけが頼りだ。通信装置を使わないテレパシーだと、俺が一方的に話しかけるしかできないからな。通信装置の機能が維持されるように祈っててくれ。というわけだ。みんな、十分気をつけろよ。はい。今作戦は、 第1連隊第7および第8中隊、第2連隊第1および第2中隊の合同作戦となる。最近ではかなりの大規模編成だな。勝手な行動は慎めよ。特に、カゲロウ。俺名指しかよ、隊長。<笑>まあそんなにむくれるな。第1班は俺とナギと花火。 第2班はカゲロウと継ぎみとユイトだ。セット招待は先発する第2中隊を追う形で前進。ポイントアルファへ向かう。了解。Okay, Gehirnantrieb einsatzbereit. Der Gehirnantrieb ist ein Status erhöhter Konzentration, der temporär verschiedene Vorteile wie erhöhtes Angriffs- und Bewegungstempo und Psychokinese-Tempo gewährt. Die Gehirnantriebsanzeige wird durch bestimmte Aktionen wie das Bezwingen von Gegnern und das Erleiden von Schaden gefüllt. Aktiviert sich automatisch, wenn sie vollständig aufgeladen ist. Okay. Gehirnnachricht. Schauen wir mal, was steht hier in den Hirnnachrichten? Von Tsukumi. Okay, Hirnkarte wurde erweitert. Es können neue Fertigkeiten erlernt werden. Ach. Ich habe das zwar schon erwähnt, aber meine Kraft ist die Hellsicht. Lass mich einfach wissen, ob du etwas sehen musst, was du ansonsten nicht sehen kannst. Okay. So, dann lass auch nochmal hier die Hirnkarte zeigen, was sich da jetzt erweitert hat. Ach, herrje. Da können wir leider den Gehirnantrieb skillen, ja. Dann ist hier wahrscheinlich auch noch Zeug, was dann da hinzukommt. Okay. So, was ich jetzt aber auch noch mal gucken wollte, ist, gibt es irgendwas, wodurch wir halt schneller Psychokinese machen können? Das ist maximale PK-Anzeige erhöhen, okay. Ja, die Geschwindigkeit, mit der Verbündete wiederbelebt werden, okay. Psychokinese-Angriffe können die Schmetteranzeige um einen großen Teil leeren. Basis um 5% erhöht. Wird den Schaden mit Psychokinese-Angriffen? Okay. Aber ist nichts, wo ich jetzt sagen kann, ne? Psychokinese mache ich jetzt schneller. Okay. Ich meine, ne, hier halt, wenn das Ding voll ist, sieht natürlich auch anders aus. Okay, es kommt hier ständig immer noch irgendwie was hinzu, ne? Der Wahnsinn. So. Speichern ist nicht verkehrt. Haben wir schon lange nicht mehr. Bitte warten. So, Speichern erledigt. Laden. Laden, laden, laden. Ich will ein bisschen Gelee haben. Weil habe ich ja alles verbraucht im Kampf gegen Kasane. So. Und wenn ich was brauche, dann
im Notfall immer eine Heilung. So. Das Tutorial erklärt mir bestimmt auch nochmal, wie Held sich dann genau funktionieren soll. Oh, warte. Ein Saß aus Auffüllungstrank, okay. Guten Tag. Durch Leihen der Hellsichtkraft kannst du unsichtbare Gegner entdecken und bei schlechter Sicht wie Nebel klar sehen. Außerdem ist perfektes Ausweichen leichter auszuführen und ermöglicht dir einen starken Hellsichtangriff, indem du direkt nach dem Waffenangriff Quadrat drückst. Wenn du das Vertrauen zwischen dir und Tsugumi stärkst, kommen weitere Effekte hinzu. Jo, okay. So. Hallo, ich hab doch schon fünfmal gedrückt. Das war einmal, aber ich hab wohl mal wieder zu früh gedrückt. Okay. Kannst verschwindende Gegner aufspüren und in Gegenden mit. Ja, okay. Kann ich. Was auch immer, ich kann's. Du kannst einige Zugwaggons im verlassenen Tunnel mit Psychokinese kontrollieren. Sie bewegen sich entlang der Schienen, also achte auf die Position des Gegners und führe im richtigen Moment einen Angriff mit L2 aus, um mehreren Gegnern schweren Schaden zuzufügen. Okay. Ups. Da. Das. Das gefällt mir. So, ist hier irgendwas in dieser kleinen Nische? Jo. Ist da irgendwas drunter? Nein. Guck mal, dahinter, hinter dem Zug ist auch noch irgendwas. Überall ist irgendwas. Der Wahnsinn. Ein leichter Gelee. Hm, toll. So. Musik hier auch, ne? Ja, guten Tag. So, der hat mich vorhin unterbrochen, die Sau. So. So, nächste bitte. Out of PK, natürlich, wie immer. Vergiss auch, oder mach's halt auch zu wenig, dass ich hier 3 drücke für diesen Rundumangriff, der halt grundsätzlich mehr von der PK-Anzeige wiederherstellt, weißt du? Ey, lass das. Mist, das ging voll daneben. Alter. So. Schmottisch platt, schwör. Wow, okay. Sie fliegen auch drumherum, ne? Da muss ich mit einem perfekten Ausweichen, das muss ich noch irgendwie verinnerlichen, verfeinern und. Ja, jetzt ist gut, ne? So, und Hirnschmettern. Bam.
easy. Yeah, love.